So, heute reparieren wir einfach mal Windows XP, davon natürlich ganz normal von der BootCD starten und erstmal abwarten, was der Computer macht. Als kleinen Hinweis, ich binde hier noch über F6 die Treiber ein für die virtuelle Maschine. Dieses Fenster, was ihr gleich sehen werdet, kommt natürlich bei euch nicht. Bei euch lädt er ganz normal weiter. So, hier binde ich jetzt einfach die Treiber ein für die virtuelle Maschine, damit er auch die Festplatte erkennt. Da sehen wir die Treiber, ganz interessant mal zu sehen. Und einfach weitermachen. Gut, bei euch würde es dann jetzt so aussehen: Er lädt eine Weile, zeigt euch dann einen schwarzen Bildschirm, bis er alles richtig geladen hat. Und als nächstes sollte er dann euch das blaue Fenster hier anzeigen, wo ihr sagen könnt, entweder gleich reparieren oder die R-Taste für Wiederherstellungskonsole. Die Wiederherstellungskonsole ist aber ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal, ein bisschen mit Befehlen. Und wir wählen den einfachen Weg über die Eingabetaste. So, dann die Euler einfach bestätigen, die das Lizenzabkommen mit F8. Und schon könnt ihr euch eine Partition auswählen, die ihr reparieren möchtet. Wir haben jetzt hier nur eine, so wie bei euch wahrscheinlich auch. Und wenn ihr das gemacht habt, überprüft ihr einfach die Installation. Ihr seht schon, wie er die ganzen Dateien unten durchgeht. Und danach sollte er dann den Kopiervorgang beginnen, indem er die Dateien rüber kopiert. Genau. Und das war's auch schon.